Hallo, ich bin Projektheld und ich möchte euch aus meiner 5-jährigen Simson-Erfahrung heute ein paar Tipps und Tricks erzählen, wie es schafft, dass euer Moped ein bisschen schneller, kraftvoller fährt oder wenn euer Moped überhaupt nicht fährt, was ihr tun könnt, warum das so ist oder warum es schlecht anspringt. Ich gehe Schritt für Schritt alles durch, die ganzen Optimierungen, die mir einfallen, die mir in meinen 5 Jahren irgendwann mal vorgekommen sind. Ich habe selber sehr viele Mopeds, ich habe viele Mopeds von Freunden repariert und auch sonst ziemlich viel an denen rumgeschraubt und auch von Freunden mitbekommen, was die alles für Probleme hatten. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Falls euch noch mehr einfällt, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare rein, dass die anderen Leute, die vielleicht auch noch Hilfe brauchen, da auch nochmal ihre Hilfe eben finden. Das Ganze zeige ich an dieser S51B2-4. Die habe ich komplett neu aufgebaut und für meinen Geschmack könnt ihr die noch einen Ticken schneller fahren. Die Restauration, das Video könnt ihr euch hier oben anschauen, das ist auch echt cool geworden. Und jetzt geht's erstmal los. Ich starte beim Luftfilter, hier mit dem Vergaser zum Motor und dann bis zum Auspuff einmal alles durch. Der Luftfilter sitzt im Herzkasten hinter dem rechten Seitendeckel. Der sitzt genau hier unten. Ausnehmen könnt ihr den, indem ihr hier diese Metallspange einmal hier rausbiegt. Das hier ist der Luftfilter, das war schon alles. Der ist ziemlich einfach aufgebaut. Vorne ist so ein Metallgewebe, da innen drin ist Stahlwolle drin und auf der anderen Seite ist eben auch wieder so ein Metallgewebe da drauf. Hier könnt ihr eigentlich nicht viel machen, außer den einfach mal zu putzen zwischendrin. Den kann man einfach im Benzin auswaschen und danach wieder mit ein bisschen Öl beträufeln, dass auch der Staub drin hängen bleibt. Wenn ihr jetzt die Leistung von eurem Moped steigern wollt, dann kann man beim Luftfilter sehr viel machen, weil mehr Luft für die Verbrennung bedeutet auch, dass man generell mehr Benzin reingeben kann und dadurch einfach ein kraftvolleres Gemisch kriegt. Deswegen ist es ein sehr beliebtes Thema, dass man hier verschiedene Tuning-Luftfilter baut. Manchmal muss man auch diese ganze Platte dafür austauschen und baut hier einen ganz großen Tuning-Luftfilter ein. Der ganze Luft wird hier oben über den Röhrchen eingesaugt, was hier runtergeht. Das kann man zum Beispiel auch vergrößern oder aufknipsen. Dadurch wird aber auch das Ansauggeräusch wesentlich lauter und dann kann es auch sein, dass einem die Polizei eher mal auf die Schliche kommt. Eine andere Möglichkeit, ein bisschen mehr Luft in den Motor reinzulassen, aber nichts großartig zu verändern, ist, wenn man hier außen diesen umgebürtelten Rand aufbiegt, dann kann man dieses erste Metallgewebe rausnehmen und innen drin bei der Stahlwolle einfach auch ein bisschen was rausnehmen, dass ein bisschen weniger Wolle drin ist und danach macht man alles wieder zu. Dann sieht es auch ziemlich original aus, kriegt ein bisschen mehr Luft für den Motor und dadurch eben auch eine bessere Verbrennung. Und ihr solltet darauf nur achten, wenn ihr was daran verändert, müsst ihr euren Vergaser unbedingt neu abstimmen. Ansonsten stimmt das Gemisch nicht, aber da komme ich später noch zu. Hier rechts daneben seht ihr mein selbstgebautes Steuerteil. Zu der Zündung und dem Ganzen komme ich aber auch später erst noch. Beim Zusammenbauen ist mir gerade noch ein kleiner Tipp aufgefallen, weil ich stopfe hier auch immer so ein kleines Tüchlein rein, falls ich irgendwo mal liegen bleibe und irgendwas brauche, um die Hände abzuwaschen oder irgendwo was aufzuwischen oder sowas. Und ich stopfe es auch immer rein, weil hier sonst diese Elektronikkomponenten ein bisschen rumwackeln, weil die originalen Halterungen bei mir alle nicht mehr da sind, wo sie eigentlich hingehören, weil ich jetzt das Steuerteil hier drin habe. Bei solchen Lappen müsst ihr gut aufpassen, die solltet ihr bloß hier oben reinstopfen, weil wenn ihr hier unten einen Lappen reinstopft, wo wie vorher schon gesagt dieses Röhrchen drin ist und ihr den Lufteinlass blockiert, dann kriegt euer Moped natürlich auch nicht die Luft, die es eigentlich bräuchte und dann läuft es natürlich auch nicht gerade gut. Erkennt man vor allem daran, dass sie extrem rauchen, weil dann kommt einfach zu viel Benzin in euer Gemisch. Und dadurch rauchen die hinten ordentlich raus und eigentlich bräuchten sie noch ein bisschen mehr Luft dafür. Nach dem Luftfilter kommt dann hier diese Ansaugmuffe. Da könnt ihr einfach drauf gucken, dass die nicht porös ist und keine Löcher hat. Ansonsten austauschen, kostet bloß ein paar Euro das Teil. Danach kommt der Vergaser. Bei dem Moped habe ich jetzt einen Bing-Vergaser verbaut. Original sind eigentlich die BVF-Vergaser. Und beim Vergaser würde ich sagen, liegen ungefähr 80% aller Probleme, die man haben kann. Das Ganze geht los, dass man hier oben die Spritzufuhr hat. Hier sollte man einen Benzinhahn haben und eben auch einen Benzinfilter, um den Dreck, der eventuell im Tank drin ist, rauszufiltern. Wo ihr darauf achten solltet, ist, dass aus dem Benzinhahn genügend Benzin rausläuft. Es sollte einfach ein konstanter Strahl sein und kein Tropfen. Wenn da nicht genügend Benzin rauskommt, dann kann es dazu führen, dass euer Moped bloß kurzzeitig läuft, dass ihr es eine Weile im Stand laufen lassen könnt, dann aber auf einmal wieder ausgeht. Und nach 5 Minuten springt zwar wieder an, aber geht nach 5 Minuten auch direkt wieder aus. Oder es läuft vielleicht im Leerlauf gut, aber sobald ihr losfahrt, geht es nach 100 Metern schon wieder aus. Dann müsst ihr ein paar Minuten warten und dann könnt ihr wieder 100 Meter fahren. Das sind alles Anzeichen dafür, dass zu wenig Sprit nachkommt. Ihr solltet Sprit
Durchfluss auch nach dem Benzinfilter messen, weil danach muss auch genügend Benzin reinlaufen. Und wenn das Ganze gegeben ist, seid ihr auf der sicheren Seite. Was ich als allererstes immer mache, wenn das Moped irgendwie komisch läuft, ist den Vergaser einmal Ultraschall reinigen und alle Düsen durchzupusten. Dabei muss man ihn sowieso ausbauen und dann solltet ihr einfach mal darauf achten, ob auch der richtige Vergaser in eurem Moped verbaut ist. Je nachdem, ob es eine Schwalbe, Simson Star oder eine S51, S50 ist, gibt es verschiedene Vergaser. In der S51 gehört ein N1-11 Vergaser rein oder eben so wie ich jetzt hier den Bing Vergaser habe. Ob Bing oder BVF gibt es große Diskussionen in den Foren. Ich bin jetzt ein Fan von Bing, aber das kann jeder machen, wie er es gerne möchte. Wovon ich euch auf jeden Fall abraten würde, sind die N3 Vergaser von BVF. Das sind die sogenannten Sparvergaser. Werden auch haufenweise im Internet günstig angeboten, weil ich eigentlich kein Mensch haben will. Damit läuft das Moped nicht gut, würde ich gleich in die Tonne kloppen und lieber einen gescheiten Vergaser kaufen. Wenn ihr kontrolliert habt, dass die richtigen Komponenten in eurem Vergaser drin sind, auch die größten von den Hauptdüsen, dann einfach mit dem Kompressor am besten einmal durchpusten. Da kann man durch die Hauptdüsen durchgucken und dann solltet ihr ein kreisrundes Loch sehen. Nichts Ovales, nichts Eckiges, sondern wenn die ganz frei sind, auf jeden Fall kreisrund. Und die Größe steht immer auf den Düsen drauf. Die nächste Fehlerquelle ist der Choke, der ist hier verbaut. Um genau zu sein, ist es eigentlich ein Startervergaser und kein Choke, aber wird umgangssprachlich doch meistens Choke genannt. Der Choke besteht aus vier Teilen. Das ist einmal hier oben diese Halterung, eine Feder, unten diesem Stößel und unten im Stößel ist so ein Gummi drin. Das Gummi ist wahrscheinlich eines der günstigsten Teile am ganzen Moped, aber auch kann sich eindrücken. Bei dem hier sieht man zum Beispiel auch schon, dass es nicht mehr ganz neu ist. Wenn das hier den Startervergaser nicht mehr richtig abdichtet, dann kommt quasi permanent zu viel Sprit rein. Das erkennt ihr daran, dass eure Zündkerze dunkel wird und dass euer Auspuff viel zu sehr qualmt. Das heißt, das Gummi auszutauschen ist nie verkehrt. Ich habe davon auch immer mindestens 5 zu Hause rumliegen, dass wenn ein Kumpel vorbeikommt und irgendwo ein Problem hat, dass man es einfach austauschen kann. Hat man eine Fehlerquelle ausgeschlossen und ja, viel Geld ist es nicht, viel Aufwand ist es auch nicht. Was dann noch passieren kann, ist, wenn ihr das Ganze reingeschraubt habt, dass der Bauchentzug unter Spannung steht. Je nachdem, was für einen Lenker man verbaut hat, manche haben einen hohen Lenker, einen breiten Lenker und der Bauchentzug zu kurz ist, dann ist der Choke permanent gespannt oder zum Beispiel in der Kurve wird er gespannt, wenn man den Lenker dreht. Und um die Probleme zu umgehen, habe ich schon in einem anderen Video euch den Projektheld-Choke gezeigt. Den kann man direkt hier unten verbauen und ist super einfach zu bedienen und ist auf jeden Fall 100% fehlersicher, dass man eben nicht das Problem hat mit dem Bautenzug, man spart ein bisschen Gewicht und ist auch gerade für Spezialumbauten ziemlich praktisch. Den kann man allerdings auch noch nicht kaufen. Ich arbeite dran und vielleicht wird es in Zukunft soweit sein. Dann schreibe ich es auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Zu guter Letzt solltet ihr den Vergaser noch richtig einstellen. Dafür gibt es hier zwei Schrauben. Einmal die Leerlaufgasschraube. Die solltet ihr einfach so einstellen, dass euer Moped im Stand nicht ausgeht. Also wenn ihr eine Ampel anhaltet oder wenn ihr nach Hause kommt oder wenn ihr irgendwo anhalten müsst, das Moped weiterläuft. Und das hier ist die Leerlauf-Gemischschraube. Die stellt ihr ein, indem ihr euer Moped einmal ordentlich warm fahrt, dann das Moped abstellt. Die schraubt ihr dann ganz rein und dann Stück für Stück langsam immer weiter, vielleicht eine Viertelumdrehung rausschrauben und gucken, wann der Motor die maximale Drehzahl erreicht. Danach nochmal eine halbe Umdrehung wieder reindrehen. Und dann ist der Vergaser eingestellt, ist eigentlich kein Hexenwerk und kann man auch immer mal wieder machen. So, jetzt kommen wir zum Thema Motor. Den Motor könnt ihr am besten verbessern, indem ihr 60 oder 70 Kubik verbaut, aber das Ganze ist natürlich nicht straßenlegal. Von dem her solltet ihr einfach schauen, dass euer Zylinder genügend Kompression aufbringt. Das könnt ihr ganz einfach testen, indem ihr so ein Kompressionsset kauft. Das kostet vielleicht 30 Euro. Hat es bei mir schon wirklich rentiert. Damit kann man einfach die Kompression im Zylinder testen. Ich würde mal so grob sagen, wenn ihr 9 Bar oder mehr habt, dann habt ihr schon richtig viel Kompression. Und so ab 6 Bar bis 5 Bar, da wird es dann schon echt schwach. Also da liegt man dann eher unter dem Durchschnitt. Das Ganze hängt aber auch davon ab, ob ihr einen Einringkolben oder einen Zweiringkolben fahrt. Weil ein Zweiringkolben natürlich auf jeden Fall eine viel höhere Kompression aufbringt als ein Einringkolben. Und dafür ein Einringkolben eben eine höhere Drehzahl erreicht. Nichtsdestotrotz, über 5 bis 6 Bar sollte man auf jeden Fall liegen. Ansonsten kann es sein, dass ihr im Motor schon irgendwelche Riefen drin habt und dann solltet ihr den Motor, solltet ihr den Zylinder und den Kolben auf jeden Fall austauschen. Ein weiteres Problem ist Falschluft.
die kann der Motor an allen Verbindungsstellen ziehen, hier unten am Zylinder, oben am Zylinderkopf, zwischen Vergaser und dem Einlass. Das könnt ihr ganz einfach überprüfen, indem ihr euer Moped einmal zum Laufen bringt und dann Bremsenreiniger nehmt und diese ganzen Kanten absprüht und darauf hört, ob dann der Motor irgendwann mal ein bisschen höher dreht. Das würde bedeuten, dass ihr den Bremsenreiniger verbrennt und dadurch eben eine höhere Drehzahl erreicht und dann findet ihr auch direkt die Stelle, wo der Motor Falschluft zieht. Wenn ansonsten mechanisch alles in Ordnung ist, gibt es häufig noch Probleme mit den Simmerringen. Die lohnt sich auch einfach mal auszutauschen. Hier auf der linken Seite von der Kurbelwelle sitzt einer und auf der rechten Seite sitzt einer. Es gibt noch andere im Getriebe, die sind aber meistens nie das Problem, solange das Getriebe dicht ist. Und zwar an den beiden Seiten ist es sehr wichtig, wenn der Kolben nach unten geht, drückt er das Gemisch nach oben. Und wenn er hier an der Seite an dem Simmerring dann das Getriebeöl einsaugt und auf der anderen Seite, wo die Zündung ist, Luft ansaugt, dann ist das Gemisch nicht mehr im richtigen Verhältnis und dann läuft der Motor auch nicht gescheit. Das heißt, die Simmerringe kann man kurz austauschen, ist kein Riesenaufwand und lohnt sich auf jeden Fall, falls man da ein Problem hat. Eine weitere sehr verbreitete Optimierung, die gern gemacht wird, ist, den Zylinderkopf abzuschleifen, weil hier die Quetschkante oft noch zu groß ist. Und wie man das Ganze misst und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt mal im Detail. Als erstes schraubt ihr eure Zündkerze raus. Dann nehmt ihr ein bisschen Lötzinn und macht hier vorne so einen kleinen Knubbel draus. Den steckt ihr jetzt hier oben rein und drückt ihn ganz an den Rand ran. Dann drückt ihr den Kickstarter mehrfach durch und zieht das Ganze wieder raus. Jetzt können wir sehen, dass der vordere Teil zusammengequetscht worden ist. Die Quetschkante könnt ihr jetzt an der Dicke von dem zusammengedrückten messen und die sollte bei 0,8 mm liegen. Wenn ihr da drüber seid, was meistens der Fall ist, dann könnt ihr den Zylinderkopf abschrauben und abschleifen. Und wie man das macht, das zeige ich euch jetzt auch noch. Um den Zylinderkopf abzuschleifen, braucht ihr bloß eine Glasscheibe und Schmirgelpapier. Das befestigt ihr am besten mit Panzertape da oben drauf. Die Glasscheibe benutzen wir, weil das eine perfekte, glatte Oberfläche ist und wir dann da eben den Zylinderkopf nicht schief schleifen und dann dafür sorgen, dass er Nebenluft zieht. Dann legt ihr den Zylinderkopf einfach oben drauf und mit kreisender Bewegung schleift ihr das Ganze ab. Und ihr solltet zwischendrin immer wieder hier oben die Kante messen und dann eben das Maß abschleifen, was ihr noch abschleifen müsst, dass ihr auf die ungefähr 0,8 mm kommt. Da sagt jeder auch ein bisschen was anderes. 1 mm ist sicherlich auch noch in Ordnung, aber wenn ihr jetzt bei 1,8 seid, dann könnt ihr auf jeden Fall einiges runterschleifen. Wenn ihr damit fertig seid, dann könnt ihr den ganzen Zylinderkopf einfach wieder einbauen. Beim Festschrauben darauf achten, dass ihr die Muttern jeweils über Kreuz anzieht. Und dann könnt ihr nachher nochmal messen, ob die Quetschkante jetzt auch richtig ist. Ihr könnt die Quetschkante außerdem auch noch über die Fußdichtung einstellen. Dadurch verändern sich aber auch die Steuerzeiten im Zylinder und deswegen macht man das eigentlich normalerweise immer über den Zylinderkopf. Für das Einfädeln von den Muttern und Unterlagscheiben oben am Zylinderkopf nehme ich immer so einen kleinen Schraubenzieher, stülpe die da drauf, setze den oben auf den Stehbolzen drauf und lasse es dann runterrutschen. So trifft es auf jeden Fall und die Mutter verklemmt sich nicht irgendwo dazwischen in diesen Kühlrippen. Das macht es einem schon wesentlich angenehmer und weniger frustreich. So, als nächstes kommen wir zu der Zündung und das Wichtigste bei der Zündung ist eigentlich die Zündkerze, weil ohne die geht nichts. Die Zündkerze ist auch ein relativ häufiges Problem. An der Zündkerze kann man auch ziemlich viel erkennen. Ich sage erstmal vorneweg, falls es ein Problem mit der Zündung gibt, lohnt es sich auf jeden Fall immer eine Ersatzzündkerze zur Hand zu nehmen und die einfach mal einzubauen. Eine Zündkerze kann auch im ausgebauten Zustand einen schönen Zündfunken produzieren, aber es kann sein, dass sie trotzdem nicht richtig funktioniert. Oder gerade wenn sie warm wird, dass sie nicht richtig funktioniert. Das heißt, bei Problemen mit der Zündung am besten immer als erstes die Zündkerze austauschen. Das ist das Billigste und es ist das Einfachste, was man machen kann. Und danach kann man dann weiterschauen und dann mehr Sachen austauschen. Aber das sollte man immer als allererstes gemacht haben. Es war schon sehr häufig so, dass wir angefangen haben, die ganze Zündung zu zerlegen und durchzumessen. Und am Ende lag es wirklich bloß an der Zündkerze. Um die Zündung generell zu überprüfen, könnt ihr ganz einfach den Zündkerzenstecker reinstecken. Und hier auf dem Motor drauf liegen
das in Massekontakt hat. Und wenn ihr jetzt den Kickstarter durchdrückt, könnt ihr hier den Zündfunken zwischen den beiden Kontakten erkennen. Die Zündfunke sollte kräftig und deutlich zu sehen sein. Der Zündfunke sollte dann auch regelmäßig erscheinen und nicht nur immer mal wieder, sondern immer schön regelmäßig, wenn man den Kickstarter runterdrückt. Das nächste ist die Farbe der Zündkerze. Die Zündkerze sollte rehbraun sein. Die hier ist jetzt schon viel zu schwarz. Das bedeutet, dass das Gemisch zu fett ist, beziehungsweise dass eventuell auch der Zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt ist. Eine optimale Farbe ist wie gesagt rehbraun. Wenn sie weiß ist, dann läuft euer Moped zu heiß und dann solltet ihr auf jeden Fall was tun, weil das schadet dem Motor und kann auch im schlimmsten Fall zum Kolbenfresser führen. Wenn sie ein bisschen schwärzer ist, dann ist es nicht schlimm und auch wenn hier außen eine kleine Rußschicht ist, ist es auch nichts Besonderes, weil im Zweitaktmotor wird nun mal Öl verbrannt und da gibt es auch gewisse Ablagerungen, also ein bisschen Ruß ist hier außen auch in Ordnung und innen drin soll es hier rehbraun sein. Bei eurer Zündanlage ist generell die Devise, dass man immer einen guten Masseanschluss braucht. Das bedeutet, beim Einbau von der Zündkerze solltet ihr darauf achten, dass hier oben nicht alles verölt ist, sondern dass hier das blanke Metall zu sehen ist und auch, dass hier der Ring bei der Zündkerze schön blank ist, damit sie hier auch einen guten Kontakt zum Motor hat. Des Weiteren ist wichtig, dass eure Grundplatte hier drunter auch einen guten Kontakt zum Motor hat. Es kann nämlich sein, wenn der Simmerring auf der Seite undicht ist, den ich vorher schon angesprochen habe, dass hier das Gemisch und eben vor allem das Öl, weil das Benzin ja verdunstet, hier bei dem Simmerring ein bisschen rausleckt. Und dann kann es sein, dass hier unten alles voller Öl ist. Das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass ihr den Simmerring unbedingt tauschen solltet. Und zudem ist der Masseanschluss von der Grundplatte nicht gegeben. Und das kann auch ein großes Problem bei der Zündung sein. Hatte ich bei meiner Schwalbe zum Beispiel schon. Des Weiteren kann man bei der Zündanlage, wenn es nicht funktioniert, eigentlich relativ einfach vorgehen. Man kann immer zwischen den einzelnen Zwischenstufen messen, man kann die Grundspulen durchmessen, man kann eine Zündspule messen, die bei mir hier oben sitzt und so kann man rausfinden, wo dann am Ende auch der Fehler liegt. Was auch viele Leute machen, ist sich eine Wabezündung zu verbauen, mit der hat man tatsächlich nur sehr wenig Probleme, aber auch jede andere Zündung kriegt man mit genügend Mühe und Geduld ziemlich gut eingestellt. Mit meinem selbstgebauten Steuerteil habe ich sogar noch einen noch schöneren Zündfunken als bei meinem anderen Moped mit der Wabe. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt und vor allem anspringen tut euer Moped mit einem satten Zündfunken am allerbesten. Hier ist die Zündung mit dem Polrad und der Grundplatte darunter. Außen gibt es zwei Schrauben, mit denen ihr die Grundplatte lockern könnt und dann könnt ihr sie verdrehen, je nachdem, ob ihr die Zündung ein bisschen früher oder ein bisschen später haben möchtet. Generell wird bei den Mopeds immer zu früh gezündet, das bedeutet, der Kolben ist noch gar nicht am oberen Totpunkt und schon wird gezündet. So erreicht man die maximale Leistung. Der Zündzeitpunkt sollte bei 1,8 mm vor OT liegen. Um das Ganze rauszufinden, baut man hier oben eine Messuhr rein, mit der man den oberen Totpunkt bestimmen kann. Dann kann man den Motor zurückdrehen auf 1,8 mm vor OT, also quasi, dass der Kolben wieder 1,8 mm weiter reingeht. Und dann macht man sich hier eine Abrissmarkierung, wie sie hier auch schon drauf ist. Danach kann man das Moped zum Laufen bringen und kann dann schauen, dass man mit einer Abblitzpistole, das zeige ich euch gleich, schaut, dass die Abrissmarkierung immer übereinstimmt mit der Abrissmarkierung auf eurem Polrad. Und da könnt ihr auch sehen bei der Abblitzpistole, ob ihr davor oder danach seid und je nachdem könnt ihr die Grundplatte justieren. Den Zündzeitpunkt einzustellen ist eine ziemlich nervige Angelegenheit, kann euch aber beim Thema Leistung und vor allem auch beim Drehmoment untenrum einen deutlichen Einfluss haben. Um den Zündzeitpunkt einzustellen, müsst ihr dann einfach, wie ich es hier auch gemacht habe, die Abblitzpistole anschließen. Das ist je nach Abblitzpistole ein bisschen anders, deswegen habe ich es jetzt mal nicht gezeigt. Und die blitzen einfach immer dann, wenn der Zündfunke kommt, eben immer gleichzeitig. Und dann kann man schauen, dass die beiden Markierungen übereinander liegen sollten. In meinem Bild ist jetzt die Markierung links auf dem Gehäuse, wie vorher schon gezeigt, und auf dem Polrad der schwarze Strich, den habe ich mit dem Edding reingemacht und habe dann da oben drauf gekratzt. In echt konnte man es ganz gut sehen, auf dem Video sieht man es jetzt nicht ganz so gut, aber genau die beiden Markierungen sollten übereinander liegen und wie man hier sehen kann, ist bei den ersten beiden Versuchen die Zündung noch ein bisschen zu spät gewesen, im dritten Versuch war sie dann leider zu früh und im letzten finalen Versuch habe ich es dann genau Strich auf Strich hinbekommen. Und seitdem läuft sie auch wesentlich besser, also das war der Fehler bei meinem Moped, warum das nicht den richtigen Durchzug hatte. Wenn ihr eine einfache Unterbrecherzündung habt, dann ist der Unterbrecherkontakt und der Kondensator zwei Verschleißteile, die man auf jeden Fall austauschen sollte. Die kosten bloß ein paar Euro, aber wenn es an denen liegt, ist es zu blöd
wenn man die dann nicht ausgetauscht hat. Ansonsten alles schön sauber machen. Und ein außenliegender Zündkondensator ist auch sehr, sehr sinnvoll, weil es diese typische Wärmeprobleme gibt, habt ihr bestimmt auch schon von gehört. Und ein außenliegender Zündkondensator ist da auch das Beste, was man machen kann. Kostet ungefähr 15 Euro. Der Einbau kostet ein bisschen Zeit, aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man seine Unterbrecherzündung noch weiterhin nutzen will. Die Elektronikzündung funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wenn ihr herausfinden wollt, ob eure Elektronikzündung noch funktioniert, könnt ihr das Video zu dem Steuerteil anschauen. Da habe ich auf jeden Fall alles erklärt, wie man das Ganze durchchecken kann. Und wer eine Waffe besitzt, denke ich mal, wird eh kein Problem haben und das Video gar nicht erst schauen. So, zum Schluss komme ich noch zum Auspuff. Das ist ein sehr entscheidendes Bauteil bei einem Zweitakt-Moped. Man entscheidet sehr stark darüber, wie viel Leistung das Moped auch am Ende auf die Straße bringt. Beim Auspuff solltet ihr darauf achten, dass er erstmal nicht innen drin total verkokt ist. Das heißt, dass die ganzen Ablagerungen von dem Zweitaktöl innen drin sind. Um die ganzen zu beseitigen, könnt ihr den ausbrennen. Dafür nehmt ihr am besten so einen kleinen Gasbrenner, so eine Lötlampe und haltet den einmal ordentlich in den Krümmer rein und lasst ihn da wirklich mal 10-15 Minuten lang durchblasen. Das Ganze macht ihr am besten im Garten oder irgendwann irgendwo, wo ihr nicht so viele Nachbarn habt, weil das Ganze raucht ganz schön und stinkt auch ordentlich. Das Ganze kann man auch mit Slavenor von hinten machen und am besten ist, wenn ihr den Auspuff so hinstellt, dass ihr einen Kamineffekt habt, also unten die Flamme rein und oben der Rauch raus, dann bläst ihr ihn am besten durch und dann wird er wieder schön frei. Ansonsten ist es entscheidend, wie weit der Krümmer reingesteckt wird. Es gibt viele Leute, die auch extra den Krümmer kürzen. Dadurch wandert eure Resonanzdrehzahl weiter nach oben. Dadurch habt ihr eine höhere Spitzenleistung, aber weniger Drehmoment unten rum. Und das Ganze ist auch nicht legal. Wichtig ist, dass der Krümmer ungefähr 2 cm in den Auspuff reinsteht. So ist die Angabe, dass man theoretisch die beste Leistung aus den Originalteilen rausholen kann. Ich habe jetzt noch hier so ein Auspuffband drum. Da sagen auch manche Leute, dass man dadurch eine Leistungssteigerung kriegen kann, weil mehr Hitze im Abgassystem ist und heißere Gase schneller fließen und dadurch das ganze Abgas schneller raus kann. Ich selber habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ich habe es ehrlich gesagt bloß drum gemacht, weil der Auspuff darunter ganz schön rostig und hässlich ist. Und mit dem Band sieht das Ganze wieder schön aus und ich muss keinen neuen Auspuff kaufen. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe auch, dass euch vielleicht die Tipps ein bisschen was gebracht haben. Wie gesagt, ich habe bestimmt noch ein paar Sachen vergessen. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich freue mich auch darüber, das durchzulesen. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch, dass ihr dein Moped auch wieder zum Laufen bringt. Wenn ihr auch in Zukunft keine Videos verpassen wollt, dann solltet ihr den Kanal unbedingt abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch einen Daumen nach oben da lasst.